Majestätisch wirkt die Bergwelt im kleinen Ort Le Vernet in den französischen Alpen. Wären da nicht die Hubschrauber, Einsatzwagen und die zahllosen Journalisten. Nur einige Kilometer von hier ist die Germanwings-Maschine in den Bergen zerschellt. Bergführer Max Tronchard war als einer der Ersten am Absturzort. Wenn man dorthin kommt, ist das wie die Apokalypse. Man kann sich das nicht vorstellen. Jemand, der so etwas noch nicht gesehen hat, kann sich das nicht vorstellen. Es war ein schlimmer Schock. Eine Fläche von der Größe von 2 oder 3 Fußballfeldern ist voll mit den Trümmern des Flugzeugs. Man kann nicht mal sagen, das ist ein Flugzeug. Von Le Vernet aus brechen die Einsatzkräfte in die Berge auf. Sie haben bereits erste Leichenteile geborgen. Außerdem suchen sie mit Hochdruck nach dem zweiten Flugschreiber. Der Bürgermeister des Dorfes ist von den Ereignissen tief berührt. Unser Dorf hat 150 Einwohner. 150 Menschen sind an Bord des Flugzeugs gestorben. Für uns ist das, als wäre unser Dorf ausradiert worden. Auch zahlreiche Angehörige der ums Leben gekommenen Passagiere werden hier erwartet. Viele Einwohner von Le Vernet haben ihre Häuser zur Verfügung gestellt für die Familien, die nicht in eine Turnhalle gehen wollen. Auch Hotels etwas weiter weg machen mit. Daneben helfen 4 Teams von Psychologen den Angehörigen. Auch 40 Dolmetscher sind im Dienst. Rund 20 Deutsch- und Spanischlehrer aus der Region bieten spontan ihre Hilfe an.